Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer Reihe Porsche Moments. Heute geht es wieder um die Faszination von Porsche bei den 24 Stunden von Le Mans. Und heute geht es um ein ganz besonderes Le Mans und zwar um den Start 1971 mit dem 917 Kurzheck. Dafür habe ich einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, den ich euch kurz vorstellen möchte. Er steht für mich, für diesen Mythos Le Mans und er durfte dieses Rennen damals hautnah als Renningenieur miterleben. Kommt mal mit. Ich glaube, ihr habt vielleicht schon so eine kurze Vorahnung. Norbert Singer ist der absolute Wahnsinn. Hallo Norbert. Hallo, grüß Freut dich. Mich, dass wir Schön, uns sehen. Schön, dass wir uns wiedersehen. Absolut, und dass wir über dieses schöne Auto und über diesen besonderen Start 1971 sprechen dürfen. So 50 Jahre. Ich habe ganz viele Fragen. Ja, super. Norbert, du stehst für mich persönlich, stehst du für mich wie kein anderer, für den Mythos in Le Mans. Und was ich ganz bemerkenswert finde, du warst eine Entwicklung aller Fahrzeuge, aller Porsche siegreichen Fahrzeuge zwischen 1970 und 1998 beteiligt. Und speziell bei diesem Fahrzeug, es war dein erstes Le Mans, 13. Juni 1971 ist dieses Fahrzeug siegreich als Gesamtsieger über die Ziellinie gefahren. Es war der zweite Gesamtsieg von Porsche mit der Fahrerpaarung Helmut Marko und Reis von Lennep. Aber jetzt möchte ich mal ein bisschen mehr in die Details gehen. Erzähl mir doch mal was über das wunderschöne Auto. Naja, ich glaube, das, was alle so ein bisschen wissen, war der berühmte Magnesiumrahmen. Mhm. Die 917 waren ja in der Regel, wir hatten dann 800 Kilo Mindestgewicht, waren alle ein bisschen zu schwer, mhm. 20, 30 Kilo so ungefähr. Mhm. Und naja, wir wissen heute, kann man es glaube ich drüber sagen, der 12-Zylinder-Motor war natürlich nicht ganz leicht. Und der Rest musste halt dann leichter werden. Okay. Magnesium hat ja im Wesentlichen nur die Hälfte der Dichte eines Aluminium, also das heißt halbes Gewicht. Stimmt natürlich nicht ganz mit den Verstärkungen, ist ein bisschen mehr, aber er war leichter. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren dann bei der Abnahme und da hat man das Auto auf die Waage geschoben und da waren wir unter 800 Kilo. Okay, und das war das Mindestgewicht? War ein Unglück. Mindestgewicht war 800 Kilo? Mindest war 800. Okay. Es war ein Unglück. Okay. Weil der Kommissar schreibt in die Papiere, dass er Moment, ein, wir haben da und so weiter. Und wir haben ja da einen riesen Öltank drin. Okay. Ja, das sind zwar luftgekühlte, aber wir haben über 20, 30 Liter Öl dabei gehabt. Okay. Die waren eigentlich ein bisschen ölgekühlt. Okay. Und wir haben da einen, ich glaube, einen über 50 Liter großen Öltank. Okay. Daraufhin hat man nochmal 20 Liter Öl da reingekippt. Weil den Tank sicher zu sein. Bis oben hin und dann okay. hat das Gewicht gestimmt. Und dann hat den Kommissar dann beschwichtigt, gesagt, nee, Moment, wir kommen gleich wieder. Und dann ist man, also hat man es von der Waage runtergeschoben, okay. hat heimlich das Öl reingekippt. Ist wieder, so, jetzt kommen wir und dann hat das Gewicht gestimmt. Dann hat es gepasst. Kannst du mal die Geschichte erzählen, auch der Aufbau zu diesem Rennen? Weil ich habe gelesen, die Fahrer wussten gar nicht die Besonderheit des Magnesiumrahmens. Der Magnesiumrahmen wurde ja extrem getestet auf der Rüttelstrecke, aber so sicher war man sich nicht. Und böse Zungen haben dann geunkt, naja, vielleicht bricht er im Rennen mittendurch ab und okay. dann werden es die Fahrer schon merken. Sagen, du, tun wir da mal keine. Und ich kann mich noch erinnern, den Geist van Lennep habe ich dann mal getroffen und sagte, ich bin ganz stolz, ich war der Letzte, der den Motor ausgeschaltet hat und seitdem ist er aus. Das ist ja die Besonderheit von dem Fahrzeug, oder? Das ist die Besonderheit. Nur die Trainings gefahren, das Rennen und dann war die Karriere schon von dem Auto schon wieder beendet. Da war es vorbei. Ja, gut. Ich meine, als Le Mans-Sieger geht er dann auf Ausstellungen und so weiter, ja. Aber das war es vorbei. Und nie mehr belegt worden. Nie mehr belegt. Okay. Und man, mit jedem Jahr hat man sich immer weniger getraut, weil man gesagt hat, jetzt bricht er vielleicht dann doch ab der Rahmen. Bemerkenswert ist, das stand ja über 30 Jahre. Ne? Über 30 Jahre, ja. 40 Jahre, fast 40 Jahre. Ja. Nee, es ist schon enorm. Und das Auto heute ist ja wunderschön, so schön war es nie. Wunderschön, auf jeden Fall. Ja. Viel zu viel Lack hätten wir früher gesagt. Viel zu viel. Ja, klar, ist natürlich wieder hergerichtet worden. Aber wunderschön. Und ja, einfach toll mit dir, einfach über dieses Auto, über dieses besondere Le Mans, weil es ja dein erstes Le Mans war und der Auftakt dazu. Mein erstes Le Mans, richtig. Ich durfte da mit als junger Ingenieur, 70 war ich zwar dabei, aber durfte ich noch nicht mit, weil da nimmt man den grünen Schnabel eh nicht mit, weil der steht bloß im Weg rum. Und 71 durfte ich das erste Mal mitgehen und es ist schon faszinierend, das Le Mans von damals. Man kann sich es heute eigentlich nicht vorstellen, diese Boxenanlagen gab es nicht, das war also eher so ein Unterstände. Ja. Fahrzeuge gingen sowieso nicht in die Box rein, die standen irgendwo hinterm LKW und man musste außen rumschieben, dann die Box und so weiter. Und es gab auch keine Zeitnahme.
die offizielle Zeitnahme, hat nur alle Stunden mal ein Papier rausgegeben, was dann so eine halbe, dreiviertel Stunde später kam, weil es musste ja gedruckt werden. Das heißt, mal die Zeiten eh mitgenommen? Die hat alles selber genommen. Da gab es ja dann eine, Porsche hat ja da, das war Peter Falk, seine Spezialität, eine Zeitnahme mitentwickelt. Und wir mussten natürlich die Autos dann selber nehmen. Und da waren halt welche, die mussten dann immer bestimmte Knöpfe drücken, wenn ein Auto vorbeifuhr und so weiter. Insofern hat man eine eigene Zeitnahme gehabt und wusste, wo man liegt und wie es dann geht. Ne? Man musste ja auch, das ist dann auch damals das Spezielle gewesen in Le Mans, die Signalisation. Also dort, wo man den Fahrer, man hat ja keinen Funk gehabt, wie man den Fahrer informiert mit der Anzeigetafel. Er soll schneller fahren oder langsamer fahren oder in zwei Runden ist ein Boxenstopp mit dem umgekehrten T und aufrechten T. Ja, ja. Und damit, und die waren in Mulsanne. Also Hälfte ist also 6-7 Kilometer weg von der Boxe. Okay. Und da gab es aber ein Telefon. Das war so ein Telefon, ja, ich hätte gesagt, aus den 20er Jahren, so mit der Kurbel. Und da hing das Mikrofon und den Hörer hat man dann so runtergenommen. Und da hat man dann also immer mit den Boxen, mit den Signalboxen gesprochen und gesagt, ja, jetzt kriegt er das umgekehrte T, jetzt kriegt er das aufrechte T. Das heißt, also, war so ein, beim aufrechten T hieß das so viel wie ihm. Also es war völlig anders. Ne? Also das Rennen gilt auch in die Geschichte ein, weil es das Rennen auch der Rekorde war. Also zum einen waren sehr viele Porsches am Start, aber zum anderen auch, weil dieses Fahrzeug auch einen damaligen Rekord gebrochen hat, der sehr lange stand. Ja, den und, du dann. Ja genau, da wollte ich später drauf eingehen, okay. Aber da können wir vielleicht noch ein paar Details später dazu sagen. Aber ich möchte noch mal darauf eingehen, dass damals also ich, eine Wahnsinnszahl an Porsche-Fahrzeugen am Start stand. Über 30? Ja, nur muss man genau gucken. Okay. Ich glaube, da waren 15 oder 18 und 11er, okay. Die eigentlich für den Gesamtsieg nicht in Frage kamen. Wie viele 917 waren insgesamt am Start? Ich meine 7. Gegen 9 Ferrari, wow. 512. Wow. Okay. 512 ist ja auch das Gegenstück vom 17er gewesen, von Ferrari. Und ein ganz besonderer Ferrari, der lief unter Penske. Okay, ah, ja, stimmt. Kennst du vielleicht? Ja, genau, kenne ich. Ja. Hatte ich auch schon die Ehre. Der war wunderschön blau lackiert. Ja. Wir haben uns das Auto dann genau angeguckt. Ja. Das war also bildschön. Okay. Viel zu schön, um zum Rennen zu fahren. Okay. Und der ging auch wie die Hölle. Okay. Nur nach 6 Stunden war der Motor kaputt. Ja. Wahrscheinlich hat er gute Leistung gehabt. Genau. Aber wenn wir über Höchstgeschwindigkeit reden, weil die andere Besonderheit wie diesem Fahrzeug war ja auch, das erste Mal diese Haifischflossen und diese Finnen eingesetzt wurden. Ja. Und da warst du dran beteiligt, da so kann ich sagen. Ja, da hieß es, geh mal in den Windkanal und mach mal. Ja, die Idee war einfach, man wollte auch das Kurzheck, den Widerstand verbessern. Okay. Und da hat man natürlich unzählige kleine Detailmaßnahmen gemacht. Die Flossen sind dann einmal das Spektakulärste, die tatsächlich den Widerstand bei gleichem Abtrieb haben Widerstand reduziert, was ganz toll war. Wir mussten es ja dann später beweisen gegen den John Weyer, der ja ein eigenes Heck entwickelt hatte. Aber dann kam raus, das ist dann doch das Schnellere. Haben sie in Hockenheim probiert. Dann gab es so Details wie zum Beispiel der Radausschnitt hier mit verschiedenen Radien. Da wurde dieses Teil ein bisschen bombiert. Man sieht es ein bisschen, hier ist es nicht so. Ja, der auch den Widerstand reduzieren sollte, hat er auch ein bisschen gemacht. Sieht ja, man weil aus dem Radkasten tritt ja ein großer Wirbel aus und der wurde ein bisschen abgeschwächt und wieder versucht anzulegen. Also es war eine ganze Reihe von kleinen Details, wo man dann tatsächlich den Widerstand reduziert hat. Und was wichtig war, die Abtriebsverteilung. Okay. Die macht dann die Stabilität. Ich meine, ihr habt heute das Thema gar nicht, aber damals war ausbalanciert. Ja, da ging es Gewicht, Widerstand, natürlich Leistung und alles andere war uninteressant. Ja. So, schauen wir nochmal. Wunderschöne Bilder, wo wir jetzt dann noch mehr in die Details gehen können. Ne? Ah, das ist super. Ja, das sieht man so ein bisschen mit dem Scharnier. Ah, stimmt, genau. Das ist eine wilde Story Geschichte. Zu. Ja. Es musste natürlich alles extrem leicht sein am Auto. Magnesiumrahmen. Okay. Und ich als junger Ingenieur habe gesagt, naja, dann machen wir da oben diese Scharniere, das war jetzt die Heck, haben wir ja so aufklappen müssen zum Räderwechseln zum Teil. Die machen wir in Aluminium, worauf mir dann der Karosseriekonstrukteur Eugen Kolb gesagt hat, nein, das ist viel zu schwer, wir machen das in Magnesium. Okay, also man hat es in Magnesium gemacht, dann war Rennen, Training. Und im Training hat man schon festgestellt, dass die Scharniere, wenn man sie das Heck ein paar Mal aufgemacht hat, dass die dann sich ein wenig quergestellt haben, dass sie krumm waren und abgebrochen sind.
Und dann ist ja der Freitag vor Le Mans, ist ja nichts, kein Training, nichts. Ne? Ist heute noch so, Fahrerparade. Ist heute noch so, Fahrerparade, ist sonst nichts. Ja. Und an dem Freitag wird gearbeitet, von vorne bis hinten. So, nun kam der Kolb und sagte, Sie, da müssen wir was machen. Ich sage, ja, Aluminium vielleicht. Nee, wir gehen zum Dorfschmied und haben ein paar Stahlscharniere geholt und die haben kalte. Aber das Fahrzeug mit der Startnummer 22 hat ja damals nicht nur den bestehenden Distanzrekord aufgestellt oder gebrochen, sondern gab es ja noch eine andere Wertung, die das Fahrzeug gewonnen hat. Ja, dieser Verbrauchsindex, den er gewonnen hat, das ist eine komplizierte Rechenformel, die zurückgelegte Distanz zu Verbrauch und ich weiß nicht, was noch alles reingeht. Und das war eigentlich dem Porsche seine Domäne über Jahre hinweg, dass sie die sozusagen die effizientesten Autos sind. Okay, also die hat man dann mehrfach gewonnen? Oder? Ja, ja, das hat man, auch wenn man keinen Gesamtsieg hatte, aber so eine Indexwertung, das war schon, das hat man auch, bevor man Gesamtsieg hatte, hat man schon Index häufig gewonnen. Okay. Okay. Aber bei dem Distanzrekord traue ich es mir ja gar nicht zu sagen, dass 2010 ja, da bist du ja der König. Du hast ja heute noch. Du hast ja heute noch. Genau. Aber, genau. Aber jetzt kommt's. Kommen wir zu den Details. Du hattest, wenn ich es richtig weiß, keine Probleme bei 24 Stunden. Wir hatten nichts, ne? Reifen. War Banden. Nicht die allerschnellsten, aber wir hatten perfektes Le Mans, konstant. Nur Fehler. Das ganz wichtig ist ja. Le Mans. Ja. Das Siegerauto hinter uns, das musste dreimal Bremsbeläge an der Vorderachse wechseln, zweimal an der Hinterachse, was extra Zeit bedeutet. Und man musste die Bolzen im Gebläse ersetzen, was in der Größenordnung 11 oder 12 Minuten gedauert hat. Insofern. Und wenn man das jetzt umrechnet, naja, dann wird es vielleicht eng. Ich weiß noch, ich hab, das war der Le Mans-Sieg, mein erster Le Mans-Gesamtsieg 2010. Und ich weiß noch, ein Jahr später war die Rennsport-Reunion in Laguna Seca. Da kam der Reis von Lennep auf mich zu und war ein bisschen sauer. Sagte, das kann ja nicht sein. Mir war das im ersten Mal gar nicht so bewusst. Ne? Und dann kam er auf das Thema und sagte, jetzt verstehe ich es. Okay, alles klar. Aber er hat dann auch geschmunzelt. Aber er sagt, jetzt hat das fast 40 Jahre gehalten. Jetzt kommt ihr daher. Nichts halt ewig. Nee, nichts halt ewig. Ne? Aber ist trotzdem bemerkenswert. Und vor allen Dingen, wenn man auch die Rundenzeiten sieht von der damaligen Zeit. Ne? Andere Streckenkonfiguration, klar. Richtig, genau. aber die Autos waren vom Konzept her völlig anders. Also die hatten deutlich weniger Abtrieb. Ja. Ein bisschen besser im Widerstand und vom Reifen her, du würdest heute mit den Reifen nicht mehr. Würden wir aus der Box schon durchdrehen, die Reifen. Ne? Jetzt haben wir aber so viel über die Geschichte gesprochen, auch über Technik, über das Fahrzeug. Es würde mich aber trotzdem interessieren, was war das jetzt für ein Gefühl? Zweite Le Mans Gesamtsieg für Porsche, dein erstes Le Mans und dann direkt Gesamtsieg. Wie war das für dich? Ich glaube, als Fahrer ist man ein bisschen anders, wenn man es gewonnen hat, ist es ein bisschen anders. Als Techniker ist man natürlich, ja, dass alles so gelaufen ist, wie man es sich vorgestellt hatte. Und man ist eigentlich glücklich und natürlich todmüd. Weil man ist ja 24 Stunden auf die Beine im Rhythmus der Rundenzeit, weil es gab ja damals keine offizielle Zeitnahme in dem Sinn, wie man es heute hat. Man war ständig an der Box und hat gewartet, ob kommt er nicht, geht es planmäßig. Und ist also... Eigentlich kann man es nicht beschreiben, aber es ist toll. Also das kann man mit nichts ersetzen. Aber das stimmt, du hast also 0 Sekunden, also gar nicht geschlagen. Überhaupt nicht. Nein. Okay. Nein, es ging ja nicht, weil es gab ja keinen Funk. Ja. Okay. Und er konnte ja sich in jeder Runde einen Reifenschaden oder irgendeinen anderen Schaden einfädeln. Okay. So, also stand man vor der Box mit der Stoppuhr und hatte mir geguckt, die Rundenzeit, was auch immer, 3,5 oder 4 Minuten, je nach Auto. Und dann hat man geguckt, jetzt muss er dann kommen. Dann hat man vorne auf die Schikane geguckt, kommt er raus oder kommt er nicht raus. Man hat gehofft, ob er dann kommt. Und dann, wenn er 10 Sekunden später kam, war halt Verkehr war oder sowas, da hat man schon so halb der Boxenmannschaft gesagt, oh, ich glaube, es könnte, nee, er kommt. Okay. Dann war es in Ordnung. Oder nee, halt, es könnte was sein. Okay. Und dann hat man, war man schon vorbereitet. Ja. Also das war das einzige Indiz, was man hatte. Wahnsinn. Ja. Ja, Le Mans ist eben was Besonderes. Das ist es, ja, absolut. Ja, Norbert, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke und Erlebnisse, die du mit uns geteilt hast über den Le Mans-Sieg 1971 mit dem 917 Kurzheck. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns bestimmt bei einer weiteren Folge. Sollte mich freuen. Vielen, vielen Dank. Tschüss. So, das war der zweite Le Mans-Gesamtsieg von Porsche von 1971 mit dem 917 Kurzheck. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich mache mich auf zur nächsten Legende. Ciao.